Ich möchte Sie bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste, die Nachricht vom plötzlichen Tod Philipp Missfelders hat uns tief getroffen. Völlig unabsehbar wurde Philipp Missfelder aus einem kurzen Leben gerissen, das von früher Jugend an ein Leben mit der Politik war. 1993 trat er als damals 14-Jähriger in die Junge Union und 1995 in die CDU ein. Er war von 1998 bis 2000 Bundesvorsitzender der Schülerunion. Seit dem Jahr 2000 gehörte er auch dem Bundesvorstand der CDU an. Im Oktober 2002 wurde er zum Bundesvorsitzenden der Jungen Union gewählt, der er bis 2014 blieb, länger als irgendeiner seiner Vorgänger. Von 2008 bis 2014 gehörte er als bislang jüngstes Mitglied dem Präsidium der CDU Deutschlands an. Vor fast genau 10 Jahren zog Philipp Missfelder erstmals in den Deutschen Bundestag ein. Er arbeitete zunächst im Umweltausschuss, dann im Wirtschaftsausschuss, seit 2009 im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten. Mitte Juni dieses Jahres, vor wenigen Wochen, hielt er als außenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion hier im Plenum des Bundestages seine 121. Rede mit 35 Jahren. Unter den jungen Kollegen war er längst der erfahrenste. Es gibt kaum jemanden in der Geschichte des Bundestages, der in so jungen Jahren ohne ein Amt in der Exekutive ein so dichtes Netz an politischen Kontakten aufgebaut hat. Im Westen wie im Osten, in den Vereinigten Staaten wie in Russland. Meine Arbeit als außenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, so hat er es selbst auf seiner Homepage geschrieben, ist dem Ziel gewidmet, dass immer mehr Menschen ihr Leben in Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und unter Wahrung der Menschenrechte leben können. Sein besonderes Anliegen waren die deutsch-israelischen Beziehungen. Er zählte, das zeigen die Würdigungen des israelischen Premiers wie des Botschafters, zu den engen Freunden Israels. Der jungen Generation eine Stimme in der Politik zu geben, war Philipp Missfelder besonders wichtig. Dieser Einsatz schuf freundschaftliche Verbindungen über Parteigrenzen hinweg. Und wenn ihn sein beachtlicher politischer Instinkt gelegentlich im Stich ließ, hatte er eine erstaunliche Begabung, neue Brücken zu bauen, persönliches Vertrauen zu stiften oder wiederherzustellen. Die Scheu vor Verantwortung ist eine Krankheit unserer Zeit, hat Otto von Bismarck für die damalige Zeit vermutet. Philipp Missfelder hatte diese Scheu nicht, weil er früh Verantwortung übernahm, gelang ihm früher als anderen in der Politik Einfluss zu nehmen. Nun ist Philipp Missfelder früh, viel zu früh, gestorben. Der Deutsche Bundestag verliert mit ihm einen engagierten und respektierten Parlamentarier. Viele von uns, auch ich persönlich, einen guten Freund. Er wird uns fehlen und wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Unsere Gedanken sind bei seiner Frau und seinen beiden kleinen Kindern. Ihnen und allen Angehörigen spreche ich im Namen
des ganzen Hauses unsere Anteilnahme aus. Ich danke Ihnen.